Liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute Abend sind wir gemeinsam, nicht einsam, und beten. Neue und alte Lieder wollen wir dir singen, o Gott. Denn unser Glaube lebt in diesen Liedern, die wir dir singen als deine Gemeinde. Doch noch müssen wir leben in einer liedlosen Zeit. Verschlossen die Münder, stumm die Instrumente. Hier bei uns und an vielen Orten dieser Erde. Aber morgen, morgen wird sich das ändern. Da singen wir dir in unseren Kirchen, hinter unseren Masken. Und unser Gebet können wir dir sagen. Gemeinsam vor dich treten, das vor dich bringen, was uns bewegt, was dein Geist uns eingibt. So bitten wir für all die Menschen, die krank sind oder im Sterben liegen, und für die Menschen, die anderen dienen in Therapie und Pflege. Wir bitten für all die Menschen, die sich sorgen um die Seelen der Einsamen, die Verbindungen suchen und Nähe schaffen, wo Trennung herrscht. So bitten wir für all die Menschen, die in Sorge sind um ihren Lebensunterhalt und für die Menschen, die Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche Leben. Wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern, offenen Gesichtern und herzlichen Begegnungen. So bitten wir dich, komm uns entgegen, du großer Gott. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.